Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher. Wir versuchen hier gerade einen Geist zu beschwören, der offenbar so gut wie alle Menschen, die an diesem kleinen Fest hier auf diesem Anwesen teilgenommen haben, abgeschlachtet hat. Dazu führen wir die Veranstaltung noch einmal durch hier. Ich bin mir nicht sicher, diesen Elfenschild. Elfenbrot. Ne, wir müssen erst das Feuer anzünden, richtig? Es wird uns doch dann wahrscheinlich gesagt werden, wenn wir hier irgendwas machen sollen, oder? Also darüber hinaus, meine ich. Jetzt. Dann legte Divetaf einen Leib Bünnen, Elfenbrot nieder und gewährte den Menschen die Herrschaft über das fruchtbare Land. Oh, was ist das andere? Elfenwein. Dann füllte Divetaf die verzierten Zeremonienschalen mit Gwynuet, Elfenwein, dem süßesten Blut des Landes, das man ihm entrissen hatte. Oh, da komm, Geralt. Och, Geralt, meine Güte, ey. Und endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild. Und damit den Befehl über seine Armee an die Menschen. Schwert und Schild liegen hier hinten. Warum muss ich das jetzt ausrüsten? Ich will das nicht ausrüsten. Ich will meine eigenen Waffen benutzen. Rüste das Elfenschwert und den Elfenschild aus. Ja, gut, okay. Wo? Oh, das ist halt Steilwaffe ja tatsächlich relativ gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zog stolz und aufrecht die Klinge, fiel auf die Knie und erkannte so seine endgültige Niederlage an. Dann wollen wir mal. Ich befürchte nämlich, jetzt geht's los. Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Ah, seht nur! Die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter, Mutter! Au, au! Au, Alter! Alter, ich bin schon wirklich tot! Ich glaube, die hier muss tatsächlich... Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh,
bloß die Magierhexen zuerst weg hier. Ich hätte vielleicht mehr mit... Autsch. Mehr mit Quen oder sowas arbeiten können. Die Statuen, aber es ging ja auch so. Sind zum Leben erwacht. Durch welches Hexenwerk? Weiß ich nicht. Ich töte Monster und belebe selten welche wieder. Vielleicht weiß ich, was passiert ist. Diese Statuen standen mal im Palast des Divetaf. Ich habe sie vorigen Monat erworben, weil... Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Divetaf war den Menschen tributpflichtig. Er hat jedes Jahr solche Statuen hergestellt. Bis er 782 im Andalin-Massaker am Fuße der Gorgo getötet wurde. Und das war ein Glück, denn Divetaf hatte Ludovics Untergang geplant. Es waren keine Statuen, die er geschaffen hatte, sondern getarnte Golems, die durch Worte der Anbetung erweckt werden sollten und die den König und seine Leibwache in buntes Konfetti zerpflückt hätten. Typisch! Bei jedem Verrat sind Elfen im Spiel! Ihr seid nicht besser. Die Elfen haben nur ihr Gebiet verteidigt. Und ihr Menschen wart damit nicht zufrieden. Ihr musstet sie auch noch umbringen, jeden Einzelnen. Ihr? Was soll das heißen? Du bist doch auch ein Mensch. Ja, in gewisser Weise. Aber manchmal schäme ich mich, das zuzugeben. Deine Worte sind falsch, Hexer. Aber du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Nimm dies, deine Belohnung. Leb wohl. Das ist wieder eine von diesen Situationen, wo man am Ende dann nicht so genau weiß, ob man jetzt tatsächlich das Richtige getan hat. So, dieses alte Elfenschwert möchte ich aber tatsächlich nicht behalten. Ich möchte die Iris zurück. Wo ist die Iris? Da ist meine Iris. So, und hier ist jetzt alles nicht mehr ausgerüstet da unten, ne? Das heißt, ich muss jetzt wieder die Fackel suchen und das ist doch scheiße. So, okay, gut, aber das war das. Haben wir das hier auch erledigt und können dann noch, wo müssen wir noch hin? Da oben müssen wir noch hin. Dann würde ich aber sagen, dass wir uns schnell hier in der Nähe einen Schnellreisepunkt suchen. Oh Gott, wo geht's denn hier raus? Das hier. Und uns dann noch den Weg dahin machen. Aber wieder eine Quest erledigt, ist doch schön. Und es sind auch, es sind einfach jedes Mal bei den Quests in diesem Spiel auch irgendwie interessante kleine Geschichten. Irgendwie sowas einfach nur eine Liste abarbeiten, ja, töte so und so viele Monster dieser Art oder sowas, wie wir es ja teilweise tatsächlich in The Witcher 1 auch noch gehabt haben. Sowas gibt es halt so überhaupt nicht mehr, ne? Es wird jedes Mal eine Geschichte erzählt. Und das finde ich einfach genial. Das macht dieses Spiel einfach zu was ganz Besonderem, weil es sowas ansonsten eigentlich kaum gibt. Oh, ich hasse es, hier im Dunkeln zu manövrieren.
Unser Held. Er hat Philibert Vierfinger getötet, ohne Entsch... Was gibt's? Würdest du mir deine Waren zeigen? Gerade hier vorbeikomme, hab mir gedacht, könnten wir ja mal kurz... Haben wir schon wieder ein, zwei Sachen eingesammelt. Die ich ganz gerne verkaufen würde. Eine Sache, um genau zu sein. So, er ist auch wieder Rüstung Schmied, scheiße. Bis dann. Hatte ich mir mehr von erhofft. Braucht man einen Waffenschmied, damit wir mal wieder so Waffenreparatursets kaufen können. So, es ist jetzt 1.30 Uhr. Gucken, welche Zeit wir haben. Wenn wir hier oben ankommen. Die Schnellreise verbraucht ja in der Regel wesentlich mehr Ingame-Zeit, als wenn wir einfach selber dahin latschen würden. Ah, 20 Minuten. Okay, vielleicht auch diesmal nicht. Wir haben hier auch noch irgendwo einen Schnellreisepunkt. Ich glaube da. Fahren wir mal zuerst hin und von da aus dann... an den anderen Punkt weiter. Und wegen dieser Quest bei der Nilfgaardischen Botschaft, die wir da jetzt nicht gefunden haben, da werde ich nochmal gucken, ob wir da vielleicht irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen müssen oder ob ich an der falschen Stelle war oder ob es eine bestimmte Uhrzeit sein muss oder irgendwie sowas in der Art. Und das kriegen wir schon noch hin, die finden wir schon noch. Ich bin tatsächlich auch schon sehr gespannt auf die Hauptquest. Aber weil ich so gespannt auf die Hauptquest bin und die dann relativ ohne Unterbrechung dann oder im weitesten ohne Unterbrechung durchziehen möchte, machen wir jetzt halt vorweg noch die Nebenquests. Vor allem, weil das Ende der Hauptquest quasi auch das Ende des Projekts bedeutet. Es sei denn, wir kriegen irgendwann tatsächlich mal einen Witcher 4. Wobei es da dann halt auch wieder so ein bisschen davon abhängt, welches Setting wir dann haben. Wenn es chronologisch nach den Ereignissen in Witcher 3 spielt und das quasi aufgreift, ganz egal, wer der Hauptcharakter ist, dann kommt es hier natürlich auch wieder mit in diese Playlist noch rein. Wenn es ein Prequel ist oder sonst irgendwas, kriegt es eine eigene Playlist. Ich erwähne das, weil... Mach langsam. CD Projekt Red ja schon angekündigt hat, dass sie, wenn sie jetzt mit Cyberpunk 2077 in 2-3 Monaten oder wenn das ist, da fertig sind, die arbeiten an einem neuen Witcher-Spiel beginnen wollen. Sie haben noch nicht so super großartig viel dazu gesagt. Sie haben es auch gezielt wohl nicht The Witcher 4 genannt, sondern einfach nur von einem Witcher-Spiel gesprochen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei dann letztendlich eventuell herauskommen könnte. So, und jetzt guten Tag. Bitte, lass mich in Frieden. Warum muss ich dein Opfer sein? Warum willst du mich quälen? Fort mit dir, böser Geist. Icke? Was quält dich denn? Vergib mir, aber ich muss es fragen. Bist du ein Mensch? Ich traue meinen Sinn nicht mehr. Ja, ich meine, ich bin ein körperliches Wesen, kein Geist, falls du das fürchtest. Du traust deinen Sinnen nicht mehr? Wieso nicht? Ich werde von einem Dämon oder Geist geplagt. Nie lässt er mich in Ruhe. Es ist grauenvoll. Er will etwas, das merke ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Er ist jeden Tag da. Taucht auf und verschwindet wieder. Auch jetzt. Dort, hinter den Bäumen. Ich sehe nichts. Natürlich nicht. Er ist unsichtbar. Aber du siehst ihn? Nur wenn ich den Trank trinke. Ich kriege Kopfschmerzen davon und mir wird schlecht. Aber das ertrage ich, um meinen Quälgeist im Auge zu behalten. Dieser Dämon. Kannst du ihn mal beschreiben?
Er ist ein riesiges Pferd. Sein Hufschlag donnert durch die Dunkelheit. Er kommt herangaloppiert, bleibt stehen und starrt mich an. Dann sprengt er weg. Und du bist sicher, dass es nicht irgendein Wildpferd ist? Diese Kreatur ist nicht von dieser Welt. Wenn sie mich ansieht, gefriert mir das Blut in den Adern. Sie ist das Böse selbst. Die Augen schwarz und leer. Jedes Mal, wenn sie kommt, packt mich solcher Schrecken, dass mir Atem und Herzschlag stocken. Woraus besteht denn dein Trank? Er ruft ja erstaunlich starke Visionen hervor. Hast du Pilze reingetan? Engelstrompeten? Schlotterwammen? So ähnlich. Gewöhnlichen Grauhut. Du kennst dich aus. Grauhut? Die Varietät ist doch ausgestorben, wenn ich mich recht entsinne. Fast, aber nicht ganz. Ich konnte einige Exemplare aus getrockneten Sporen ziehen. Ich hoffte, damit den Albtraum enthüllen zu können. Da habe ich mich nicht geirrt. Soweit ich weiß, hat Grauhut starke Nebenwirkungen. Aber er kann wirklich das Verborgene, das Immaterielle enthüllen. Ja, ich kann das Böse sehen. Das ist besser, als zu wissen, dass es da ist, aber nicht zu wissen, wo. Also, du bist überzeugt, dass da draußen irgendwas ist. Mal sehen, was ich tun kann. Ich sehe mich erst mal um. Pferdephantome. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Auf die Quest bin ich nämlich sehr gespannt hier. Na, gucken wir doch mal, was wir hier eventuell entdecken können. Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Aha. Hm. Offenbar ist was dran an dem, was die Einsiedlerin sagt. So, hier speichere ich jetzt einmal wieder ab, weil ich will nicht wieder irgendwas triggern, ohne dass ich mich vorher komplett umgesehen habe, so wie das letzte Mal mit der Hexe. Tropfen auf dem Kissen. Sie führen zum Fenster. Gewöhnlicher Grauhut. Starkes Halluzinogen. Offiziell ausgestorben. Sowas sieht man nicht oft. Söhne und Töchter von Majoran. Das Ende ist nah. Bessert euch und glaubt an das gute Buch. Denn unser Prophet hat geschrieben, es wird hin und wieder empfohlen, die Lust des Fleisches und die Bequemlichkeit zu meiden und das Glück des Nächsten über seine eigene Bequemlichkeit zu stellen. Deshalb peitschen wir, die Geißler des achten Tages, uns selbst und geißeln unser Fleisch, damit alle auf Erden ein langes und glückliches Leben führen können. Wenn alles Böse, Kranke und alle Verfehlungen, die in den dunklen Ecken dieser Welt lauern, überleben, liegt es nicht daran, dass wir unseren Rücken nicht ausreichend ausgepeitscht hätten. Der ist schon so ein bisschen durch, ne? Ein bisschen sehr durch. Die Fensterläden sind verriegelt. Ich muss nachsehen, ob die Spur auf der anderen Seite weitergeht. Ja, dann sehen wir doch mal nach. Und anscheinend ist dem tatsächlich so. Hier führt eine Spur entlang. Die Blutspur beginnt auf dem Kissen und endet hier. Das Medaillon vibriert immer noch. Du bist ihm sehr nahe gekommen. Es hat dich angesehen. Dann ist es in den Wald galoppiert. Irgendwas trinkt nachts das Blut der Einsiedlerin. Das ist eindeutig. Ich muss mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir noch was sagen. Okay, das ist tatsächlich so ein kleines bisschen beunruhigend hier, ne?
Hexe. Ich habe gehört, dass Geißler sich peitschen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen, die Götter gnädig zu stimmen und Vergebung zu erlangen. Ist das bei dir auch so? Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich büße für die Leiden eines Wesens, das einst der Eitelkeit eines anderen zum Opfer fiel. Ich mag Menschen nicht. Ziehe die Gesellschaft von Tieren vor. Es sieht so aus, als würde dich eine Erscheinung plagen. Ich weiß nicht, was für eine. Hast du dich in letzter Zeit schwach und ausgelaugt gefühlt? Und hattest du Bissspuren? Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Bisse? Ja, sicher. Läuse und Mücken gibt es hier genug. Ich rede nicht von Läusen. Irgendwas Großes trinkt dein Blut, wenn du schläfst. Aber ich schlafe nicht. Überhaupt nicht. Er ist immer da und beobachtet mich ständig. Ich halte das nicht mehr aus. Leider kann ich nicht viel machen. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht bekämpfen. Ich kann dir einen Aufguss aus dem Grauhut machen. 2 Pilze habe ich noch, das reicht für eine Dosis. Vielleicht siehst du dann, was ich sehe. Dieser Pilz würde sogar bei mir ein paar üble, schwer vorhersehbare Nebenwirkungen haben. Stimmt, man kann nicht wissen, wie Grauhut auf mutierte Körper wirkt. Das finden wir wohl nur raus, wenn wir es ausprobieren. Gut. Wird Zeit, dass ich es versuche. Ich bin ja mal sehr gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Danke. Wenn ich irgendwas von Einhörnern und Zauberinnen rede, hör einfach nicht hin. Das ist auch so ein bisschen Running Gag, ne? Geralt? Okay, das ist schon mal vielversprechend. Ich sehe keine Erscheinung. Donnerwetter! Dieser Klee ist umwerfend! Oh, was für ein Aroma! Wer spricht da? Oh, du bist wach! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du warst lange weg. Wollte dir schon weißen Honig geben? Ist nur ein bisschen schwierig mit Hufen. What? Plätze? Dein Timbre ist interessant. Ich dachte, eine junge Mähre klänge mädchenhafter. Oh, weil du so viel Erfahrung mit sprechenden Tieren hast? Soweit ich weiß, bin ich das Erste. Naja, aber da waren dieser Hund und diese Katze. Das muss der Trank sein. Interessante Nebenwirkung. Toll, oder? Du solltest das Zeug öfters nehmen. Ich hätte so viele Tipps für dich. Besser nicht. Das könnte schnell tödlich enden. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer sofort auftauchst, wenn ich pfeife? Wie funktioniert das? Na, du bist doch mein Mensch. Ich muss doch da sein, wenn du mich brauchst. Ob es in den Sonnenuntergang geht oder direkt in die Gefahr.
Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife. Und dann am nächstbesten Weidenzaun festzuhängen. Wieso? Ah, schön. Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Hör mal, ich habe da einen Auftrag, den ich erledigen muss, solange das Zeug wirkt. Klar, Monster erschlagen sich ja nicht von selbst. Lass mich mal sehen, worum geht's denn? Komm mit und versuch keine Pflanzen und Kleintiere zu zertrampeln. Ich mag Plötze. Ich mochte Plötze schon vorher, aber jetzt mache ich Plötze noch mehr. Geralt, wir sollten dieses Gebiet gründlich erkunden. Ich suche nach Hinweisen, du bleibst da stehen und bleibst da stehen. Gut. Sieh dir das mal an. Ach, Plötze, ich liebe dich. Hier ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen. Wir müssen ihnen folgen. What? Und dieses außerweltliche Astralwesen, Geralt, guck mal! Das ist doch eindeutig eine Spur! Ich, was? Ach, das da! Ja, lass mich da auch mal hin! Oh, meine Fresse! Gut, geh ich halt einmal komplett außen rum. Tote Motten. Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie in Wysima auf dem Friedhof, als wir Ghule gejagt haben. Es riecht nach Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Oh, ernsthaft? Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich mag die Interaktionen der beiden. Also gut, jetzt weiß ich, woran wir sind. Ja, ich höre. So, Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. Wir wissen nicht viel. Es ist irgendein Geist und aus irgendwelchen Gründen setzt er der Einsiedlerin zu. Er ist immateriell und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn bekämpfen soll. Wenn wir ihn überhaupt finden. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmahr sein. Eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmahr? Ja, das ist schlüssig. Nachtmahre sind gänzlich unsichtbar. Sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch. Oh. Hi. Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! Oh, ja. Okay, klar, machen wir. Jagen wir einen Nachtmahr. Da ist der Nachtmahr, Geralt. Geht daher! Peter, ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten müssen. Okay, das ist irgendwie cool. Wir müssen mal reden. Von Pferd zu Mann. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber deine Reitkünste sind ja nicht so das Wahre. Es wäre lieb von dir, wenn du etwas entschiedener kundtun könntest, wo du eigentlich hin willst. Ich weiß manchmal echt nicht, was du von mir denkst. Soll ich jetzt links rum, rechts rum oder einfach nur rumstehen und mit dem Arsch wackeln? Ja, und es wäre toll, wenn du auf meine Befehle etwas flüssiger reagieren könntest. Ich liebe die beiden. Könnt ihr jetzt bitte immer so miteinander reden? Hey, kennst du den? Kommt ein Pferd in die Taverne und bestellt sich ein Bier. Sagt der Wirt? Gern. Aber warum so ein langes Gesicht? Verlieren wir den Nachtmahr nicht aus dem Auge. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Lauf, Plätze. Wir müssen den Nachtmahr fangen. Wenn er jetzt entkommt, dann sehen wir ihn nie wieder. Egal, was für ein Drogengesöff du dir reinkippst.
Oh, ich liebe euch beide. Da hat plötzlich die Richtung geändert, ne? Und dann... Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich nun wirklich gar nicht erinnern. Natürlich nicht. Jetzt sind wir hier auf dem Friedhof. Boden verschwunden. Das war blöderweise auch noch auf dem Friedhof, auf dem wir uns mit Regis treffen wollten, ne? Scheiße! Pass auf, Harald! Dämonenkatzen, die mir irgendwie gar nichts anhaben können. Interessanterweise. Guckt euch das an, das ist wieder so ein Fall von, ich kann diesen Kampf eigentlich überhaupt nicht verlieren. Aber eigentlich so überhaupt nicht. Gut, untersuchen wir den. Dieser Grabstein leuchtet so magisch. Wir sollten mal einen Blick drauf werfen. Ach wirklich, meinst du? Marcello Clerici, Ritter, letztes Jahr gestorben. Ungefähr gleiches Alter wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmahr geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das? Ich kann ja selber lesen und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Geralt, es ist der Nachtmahr! Angriff! Lass mich erklären! Sprich, fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich! Sie weigert sich, mir zu vergeben. Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Trotzdem finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Du und die Einsiedlerin, woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie. Aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut. Also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde Knappe und nahm sie mit an den Hof. Aber Pinastri erfuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Als schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Doch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als zu hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nie verstanden, als ich noch lebte. Aus der finsteren Tiefe des Grabes sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht all ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmahr geworden. Warum hast du die Form eines Pferdes angenommen? Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Dann kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist.
und wie es geschieht. Aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst, sie sieht mich als Pferd? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier. Ein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Pinastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich. Und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte. Ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame, vergib mir meine Sünde. Das ist... Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Du hast Scheiße gebaut, da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. Ich weiß, ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Oder nachtragend, wenn man uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zurücklässt. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Ich... Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Kann plötzlich jetzt so bleiben? Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen. Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein. Gehen wir zu ihr. Ich will nicht, dass Plötze wieder aufhört zu sprechen. Ich mag Plötze, wenn Plötze sprechen kann. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war, als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Mir ist klar, dass Hexer gegen Lohn arbeiten. Aber ich habe kein Geld. Ich kann dir nur das hier anbieten. Kartoffeln? Gute Ernte dieses Jahr. Außerordentlich. Yay, ich hab 60 Kartoffeln. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad? Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen und... Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Ma!
aber definitiv ein schöner Abschluss für die heutige Folge und das zeitliche Überziehen mehr als wert gewesen. Was wir nächste Folge machen, weiß ich noch nicht. Aber das Gewinnturnier rückt auf jeden Fall immer näher und wir haben auch noch ein Date mit einem Maler. Und ein furchtbares Monster sitzt immer noch irgendwo in einer Grotte und wartet darauf, dass wir vorbeikommen und es erledigen. Viele, viele Dinge noch zu tun in der nächsten Folge von The Witcher. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Plötze. Ein Pferd ist für einen Hexer mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Da braucht man bloß einen Banditen zu fragen, der im Kampf einen gut gezielten Huftritt an den Schädel abbekommen hat. Außerdem haben viele Hexer die Angewohnheit, ihre laufenden Verträge mit ihrem Pferd von Punkt für Punkt durchzusprechen, während sie in den Sternenhimmel über der Straße starren. Natürlich würden das nur die wenigsten zugeben. Geralt nannte sein Pferd Plötze, obwohl niemand so recht wusste, warum und was Geralt mit diesem Namen bezwecken wollte. Wenn man ihn danach fragte, wich Geralt der Frage aus oder gab eine unzureichende Antwort. Vielleicht war es einfach das erste Wort, das ihm in den Sinn gekommen war. Was Plötze anging, so schien sie den Namen ohne Vorbehalte anzunehmen. Geralt wurde jedes Mal fuchsteufelswild und fluchte wie ein Rohrspatz, wenn Plötze mitten im Kampf mal wieder in Panik verfiel und ihn kurzerhand aus dem Sattel warf. Aber auch, wenn sie in vollem Galopp auf dem Weg zu einem wichtigen Ziel mit einem Mal die Richtung änderte. Doch in Wahrheit hing Geralt sehr an ihr und hätte sie niemals gegen ein anderes Pferd eingetauscht. Nicht mal gegen eins, das sich nicht von leicht zu überwindenden Hindernissen wie einem niedrigen Zaun oder einem querliegenden Baumstamm abhalten lassen würde, zu ihm zu kommen, wenn er es riefe. Nicht mal gegen eines, das manchmal auf rätselhafte Weise tanzend auf dem Dach eines Bauernhofes endete. Tja, würde Geralt mit einem Schulterzucken sagen, das Pferd eines Hexers ist eben nicht normal. Der ständige Kontakt mit magischen Tränken und Zeichen hinterlässt nun mal seine Spuren. Während er einen Auftrag in Toussaint abschloss, wurde Geralt deutlich, wie ernst Plötze ihre Rolle nahm und wie gut sie sich mit der Magie des Hexers auskannte. Er fand außerdem heraus, was für eine angenehme Gesprächspartnerin sie war.